Würden wir es hinkriegen, dass wir heute, also was machst du gerade in Minecraft? Würden wir es hinkriegen, dass wir heute eine Folge machen, dass ich einmal gegen den Warden kämpfe? Ja, das hinkriegen tun wir das auf jeden Fall. Du hast ja unter deinem Keller so ein Biom, ne? Kämpfen kannst du gegen den. Die Frage ist, ob du gegen den gewinnst, ne? Das ist die Frage. Ja. Das wäre machbar. Also Zeit hätte ich. Ich habe gerade die Baufolge fertig gemacht. Geil. Ich müsste die eigentlich auch weiter bauen, aber ich brauche jetzt einmal auch nochmal einen Kampf. Brauchst einen Kampf? Bist du denn gut gerüstet? Wie hast du es denn überhaupt vor gegen den anderen? Ich weiß nichts. Du weißt gar nichts. Also ja, ich hätte dir halt empfohlen, nicht mit dem Wandering Trader Kopf, mit einem Spionkopf darum zu laufen. Und ja. Auch nicht mit Flügeln. Ich habe hier eine Netherite Chestplate Protection Mending Unbreaking 3. So, das, dann habe ich hier noch einen Diamond Anfang. Helm. Guck mal hier. Was hab ich denn für einen Helm? Wandering Trader's Head. Du hast einfach einen Kopf aufgezogen von einem Mob. Das ist kein Helm. Das ist Deko. So kacke sehe ich aus seit einer Woche. Ja, genau. So kacke sehe ich aus. Das ist der Typ mit den Lamas? Ja, ja. Hat mir das jemand angezogen? Ach so, das kann natürlich sein. Wenn du AFK standest, hat er jemand. Kann sein, dass jemand angezogen hat, ja? Beste und einfachste Taktik ist eigentlich, auf einer relativ glatten Fläche einen Wassereimer hinzukippen. Da brauche ich jetzt dann Aufmerksamkeit. Ja. Und dann dich hinter diese, oder also zwischen dir und den Warden. Und der Warden schafft es nicht, gegen das fließende Wasser anzukämpfen und bleibt in so einer Ecke davon stehen. Dann gehst du so weit weg, dass du ihn gerade so erkennen kannst oder bis er aus deinem Blickfeld verschwindet und schießt mit Bogen und Pfeil auf ihn drauf. Das ist die Wardens Tötungstaktik? Das ist die Warden Tötungstaktik, weil wenn du in den Nahkampf gehst... Und was ist mit Nahkampf? Nahkampf kannst du vergessen. Egal mit welchem Equipment, der fetzt dich weg. Ja. Also Out of Vision, wenn du aus dem Wasser machst, dann dass du den halt von dir fernhältst. Und was so ist Eisengolem spawnen lassen, die mir ein bisschen helfen? Das würde gehen. Ich muss gleich an meinen Totenshop und die... Jedes Mal hinterlässt du so ein Loch einfach. Hier wird gerade der Shop in das Fick gesprengt mal wieder. Das darf man nicht. Oh. Jungs, ich hab Fragen. Oh. Weißt du, ich bin so im Trankstoff, hol Tränke und auf einmal stehe ich so, oh, und eins, zwei, drei, boom. Oh. Dann noch viel Spaß dabei. Ey, danke schön. Danke. Was ist eine gute Anzahl von Totems? Also, wie gesagt, ich bin ja eh skeptisch, aber fühl ruhig einfach. Warum mal. Bist du skeptisch? Hä? Wieso? Ob das so von Erfolg gekrönt ist, aber das sehen wir dann gleich. Nimm dir mal ordentlich. Das Problem, also ich glaube, meine Befürchtung ist eher, egal wie viele Totems du hast, du kannst sie nicht so schnell nachfüllen, wie du so brauchst. Echt nicht? Du sagst, ich schaff's von den Mechanics nicht? Ja. Würdest du es schaffen? Nee. Also beste Taktik, ein Wasser platzieren, so weit wie möglich weg und dann einen Bogen abschießen, dass du gerade so eine Sichtweite hast. Hier, ich gebe dir mal die Nachtsichttränke, also vielleicht reichen erstmal zwei. Als Essen habe ich nur normale Äpfel, ne? Normale Äpfel? Nein, das machst du nicht, das machst du nicht. Hier, nehmen Golden Carrots. Danke. Da, die reichen fürs Erste wahrscheinlich. Ah ja, hier war das. Witzig, nach so langer Zeit mal wieder hier zu sein. Wir waren einen Monat nicht hier. Ja. Ich hab's mir noch gemerkt. Hier unten ist doch auch deine Spinnenfarm und so, ne? Hier ist doch perfekt. Das sieht schon aus wie eine Arena. Und? Da ist er. Ich hör's und angreifen, ja? Er ist vor dir. Ja, kannst du... Ja, noch nicht. Noch ist er nicht da. Ich würde zu deinen Golems gehen, oder? Geh doch zu deinen Golems. Wo waren die nochmal? Ich hab die Orientierung verloren. Greift er mich jetzt mit Laser direkt schon an? Nee, noch nicht. Der sucht dich jetzt erstmal. Der hat dich noch nicht auf Aggro. Der sucht dich erstmal. Wenn du jetzt Krach machst, dann wird er auf dich Aggro. Er schnüffelt dich, okay? Und jetzt hat er dich. Er rennt wie ein Berserker auf dich zu. Pass auf, mach dich ready. Da kommt er. Da ist er. Wo sind meine Golems? Wo sind meine Golems denn? Und dein Totem ist weg. Wow, what the... Hä? Hä? Ich dachte, ich hab kurz. Ich dachte, ich hab 2 Sekunden Immunität! Für was denn? Nachdem man ein Totem eingesetzt hat. Ich hab ja wirklich 5 Totems in 5 Sekunden verloren. Ja, natürlich, ich hab's dir gesagt. Hast du meine Sachen? Ich hab deine Sachen, ja. Ich seh dich, ich bin noch bei meinem Med. Aber ich habe nicht alles davon gerade gekriegt, weil dein Inventar ziemlich vollgestopft war. Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Der Warden hat mich soeben heftigst gelasert. Sorry, ich musste... Hilf mir mal bitte. Ich will hier raus. Ich finde das ganz... Also, es ist ja beschissen mit dem Warden. Ich sehe gar nichts. Ja, ja. Ich sehe nichts. Hold on. Ich habe dein...
Equipment versucht zu sammeln. Ich kann nichts sehen, Digga. Ich keine Ahnung. Keine Ahnung, Digga. Ja. Ich will hier raus. Wieso respawn ich denn hier unten in der Dunkelheit? Weil du bist bei deinem Bett respawned. Ich muss erstmal hier dein Equipment. Du hast so ein volles Inventar gehabt, ich konnte das gar nicht alles einsammeln. Den Rest vom Equipment, den ziehe ich auch noch. Der Ward hat mich sogar kurz einmal gelasert, weil er auf mich aggro war. Ich glaube, ich habe alles. Okay, wir müssen zurück und die Bogentaktik machen. Sag mal. Aua. Hier ist dieser Enderman, der ist die ganze Zeit noch sauer auf mich. Ja, der Ward, der wütet da unten jetzt noch. Ja, Bogentaktik. Ich will so dreckig gegen den gewinnen. Das ist unfair, das ist dumm. Ich will die dreckigste, sag mir die allerdreckigste Taktik. Ich will ihn am liebsten einsperren, bewegungsunfähig machen und ihn dann. Ich will ihn komplett auseinandernehmen. Ich will ihn gefühlt foltern. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich will ihn so chancenlos auseinandernehmen, dass er stirbt. Ich will ihn einfach nur tot sehen und dass er dabei leidet. Los. Wie geht das? Naja, wie gesagt, es gibt theoretisch wahrscheinlich sogar eine Farm, dass du dir mit Wasser abtransportieren kannst und einsperren kannst sozusagen in so einem Blubberblasenstrahl, wo er nichts machen kann. Aber die beste Taktik war halt hier dieses, das habe ich bisher, habe ich jetzt nicht vorbereitet, auch nicht im Kopf, aber die beste Taktik erstmal ist dein Equipment. Ich möchte ihn mit 30 Hühnern in einen Block machen, dass er stirbt an Hühnern. Das geht nicht. Also Wasser auf dem Boden wäre halt der Call. Und dann am allerbesten mit Bogen abschießen von der Ferne. Ich glaube, ich habe die Wette gewonnen. Chat, was kriege ich jetzt dafür? Mist. Ich wusste nicht, dass er so schnell ist. Ich dachte, pro Totem 2 Sekunden Zeit. Ich dachte, ich kann einmal schlagen, dann neues Totem auswählen. Einmal schlagen, sterben, neues Totem auswählen. Immer wieder. Aber ich habe ja einfach bam, 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 bam. Die waren ja alle weg. Und genau das habe ich dir gesagt. Ich glaube, es scheitert an der Mechanik, so schnell die Totems reinzupfeifen. Also da, wo der Warden spawnt, dann Wasser zwischen uns machen. Ja, ein bisschen dahinter halt sozusagen. Oder der spawnt halt erstmal und du setzt das dann so vor dich. Die Sache ist die, am allerbesten ist es vielleicht schon jetzt eine Location auszumachen. Hier auf die. Oh, da kommt er schon. Er ist vor dir. So, ein bisschen weiter. Jetzt Wasser auf dem Boden. Wasser. Und jetzt zurücklaufen, zurück, diagonal. Mach das Skelett neben dir weg. Ich hab's weggemacht. Dauber, so. Ich hab's gar nicht. Und jetzt einen Bogen abschießen. Jetzt, schieß. Ich seh nicht. Da. Schieß. Ich sehe nicht. Ja, schieß einfach blind rein ansonsten. Ich sag, ob du triffst. Oh, fast. Knapp daneben. Nee, ein bisschen weiter rechts. Nee, das war zu weit. Nee, er kommt zu dir. Jetzt ja, jetzt. So, und jetzt hinter die Wasserquelle. Ja. Und jetzt so, dass du gerade ihn nur erkennen kannst. Geh zurück. Noch ein Stück zurück. Dass er im Dunkeln verschwindet. Er verschwindet gerade, ja. Ich sehe nicht. Und nee, bisschen noch. Da war der Laser. Ah! Ein Stückchen weiter nach hinten. Du weißt ja, wo er steht. Ich seh ihn aber nicht. Du triffst fast. Triffst. Warte. Nein, ganz kleines bisschen nach links. Jetzt getroffen. Du hörst ihn. Getroffen. Aber ich sehe ihn nicht. Ist egal. Du triffst. Essenspause, was? Ja, und weiter. Ja, genau. Okay, du bist genau im richtigen Abstand. Er kann dich nicht lasern. Kann ich ein bisschen dichter gehen, dass ich ihn sehe? Nee. Bleib. Mach lieber so. Halbes Feld. Ja, also du kannst ruhig immer mal vorgucken und ne? Es kann halt sein, wenn du Full HP bist, jetzt macht der Laser. Jetzt sehe ich ihn. Genau. Hä? Jetzt macht der Laser. Zombies hinter dir, mach den Zombie weg. Ich brenne. Geh weg. Stück nach hinten. Ja, genau. So. Bleib da stehen, erhol dich kurz. Ich halte die Rücken frei hier. Zombie kommt und Warden down. Du hast ihn, er ist tot. Ich hab ihn. Ja, er ist tot. Das war's und das war jetzt erfolgreich. Mit der Spark-Taktik geht's. Oh, mit dem Wardenkopf. Ja. Da hast du ihn. Direkt aufsetzen. Oh, ich hab einen Pfeil im Kopf. Hast du das? Nee. Nee, Skelett wahrscheinlich von der Seite. Also jedes Mal, wenn ich ihn auch nur einen Hauch gesehen habe, dann greift er mich an. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, du musst ganz, ganz, ganz knapp raus. Der muss ganz knapp im Dunkeln verschwinden. Krass. Ach so, das habe ich nicht gehört. Sauber, sehr gut gecoacht. So tötet man den Warden. So besiegt man am besten und einfachsten den Warden, ja. Du brauchst nur einen Bogen und einen Wassereimer. Das ist chill. Und was ist, wenn ich jetzt einfach so 20 Eisengolems spawne und die gegen den kämpfen lasse? Können die auch Aggro auf ihn haben? Ja, die haben Aggro auf den. Der Warden greift die an und die Golems, also 20 Golems gewinnen auch gegen den Warden, denke ich. Aber wenn der Warden nur spawnt und da sind nur 20 Golems, greifen die sich direkt schon gegenseitig an? Der Warden wird auf die Golems aufmerksam, weil die Golems, wenn die laufen, Krach machen. Und dann greift der Warden einen Golem an und dann stürzen sich alle Golems auf den Warden drauf. Und du hattest von da oben nicht diesen Night Vision-Effekt? Nein, ich konnte das von hier oben in clear Sicht sehen. Und 20 Golems gewinnen gegen einen Warden? Ich denke ja. Oh, du weißt es also nicht?
Ich kann es dir nicht 100% garantieren, aber von der Einschätzung her würde ich sagen, most likely yes, weil das war dann eine Taktik, die wir bei Stone Attack, dem Sommerprojekt, hatten. Da hatten wir einen Warden-Boss, da musste man gegen einen Warden kämpfen. So wie du jetzt in Anführungszeichen, nur der war halt noch ein bisschen krasser, so. Der hatte Fire Protection, habe ich eingebaut, da konntest du nicht mit Pfeilen abschießen. Oh, krass. Extra deswegen, damit man die Taktik hier nicht machen kann. Und ja. Pfeile wurden gelöscht, wenn du die auf ihn geschossen hast. In der Luft sind die verschwunden schon. Und dann musstest du Nahkampf machen. Ich hol ganz schnell Eisen. Ich will, dass die Eisengolems sich töten. Du willst einen Golem-Armee machen? Alles klar. Du kannst das in einer Reihe machen. Also du brauchst da keinen Abstand. Dann ist ja chillig. Einfach eine Reihe und dann die Kürbisse drüber. Jetzt haben wir's. Jetzt, die dürfen nicht weglaufen. Jetzt muss ich den aktivieren, ja? Und dann hau ich ab, ja? Genau, der spawnt aber sofort. Sofern du... Ja, lauf. Lauf du. Und jetzt sneaken. Du darfst jetzt keinen Krach mehr machen. So, der Warden wird jetzt von den Mobs erstmal getriggert. Und dann wird der Warden auch direkt auf den nächsten Golem gehen. Kannst du den sehen oder hast du Darkness-Effekt? Darkness-Effekt. Jetzt habe ich auch Darkness gekriegt. Oh, du hast 9 Warden unten geholt, einen zweiten, oder? Was? Ja, und der kloppt die Golems gerade. Du hast einen zweiten Warden geholt. Zwei Warden? Zwei Warden, Golem, ja. Ja, und guck mal, unten wird einer komplett zermoscht. Oder? Ich ja, genau. Komm zur Seite, da hinten. Siehst du das, die Golems? Ich seh's. Alter! So wollte ich das! Sie haben ihn! Down, sie haben ihn. So, aber da hinten ist noch einer. Siehst du den ganz hinten? Da, wo du ihn gespawnt hast. Du bist halt hier unten drüber getrampelt und hast noch einen zweiten geholt. Aber ganz hinten ist der steht. Moment. Ja, genau da. Oh. Greift der jetzt an? Ja, jetzt ist er so auf dich. Nee. Doch. Kann ich ihn töten so? Der hat dich jetzt drauf, nicht die Golems. Weißt du, der priorisiert Spieler vor Golem. Wie kommt der hier hoch jetzt? Der kommt nicht hoch, der lasert dich aber weg. Oh. Ich glaube, jetzt greift Golem an. Oder? Sieht gut aus. Keine Akku mehr? Und ich glaube, er ist dead. Ich höre nichts mehr, er ist tot. Ja, er ist tot. Wie geil sind denn die? Der ist unten gestorben bei den anderen Streakern, aber wenn du jetzt runtergehst, spawnst du wieder ein. Weil er über die Catalyst hin. Und nächster Warden kommt. Wo denn? Hinter dir, Creeper! Oh, Mann! Und noch ein Warden. Sneaken? Hilf mir mal! Du bist außer Gefahr, wenn der dich nicht riechen und hört. Du darfst keinen Krach machen. Der ist nicht sauer auf dich von Standard. Der Golem ist wieder da. Oh, der Warden hat einen Golem abgeschlachtet. Was? Oh, nächster Golem auf Warden. Weißt du das? Du hörst das? Hörst du die Sounds? Oh nein, er ist auf dich drauf. Laser kassiert. Er hat dich fokussiert. Was jetzt? Was soll ich machen? Laufen! Hä, was ist das denn jetzt? Lauf! Oh, nächstes Tote in die Hand. Und laufen. Hochschwimmen. Mann! Raus mit dir! Nächstes Totem weg! Ich sehe nichts. Ich laufe einfach blind rum. Du hast mir nicht geholfen. Ja, wie denn? Ich sehe den doch auch nicht! Ich glaube, es ist vorbei. Er ist gestorben. Golem hat ihn geklatscht. Du kannst zurück. Boah, du sagst der Aggro auf den Golem, weil man kriegt einen Laser. Der macht ja direkt auf 2 Herzen mich runter. Ja. Oh Gott, hier hinten sind auch überall Shrieker. Ja. Was bin ich denn hier? Jetzt weißt du, wo du gelandet bist hier in deinem Keller. Mein Keller ist so scheiße. Also das hat sich so angehört. Das hat sich eben so angehört, als wenn der auf einen auf einen Golem wieder draufhängt, aber er wurde auf dich aggro, weil er dich erschnüffelt hat einfach. Das geht auch. Ja, der riecht. Also auch wenn, wenn ich sneaky, bin ich sicher. Oder hat er mich gerochen, du? Hast mich das gelogen? Nein. Also fürs Sneaken fürs Erste. Wenn du aber zu nah bist und kein anderes Mob nennst, dann kann er dich rausschnüffeln. Der macht dir so Sniff, Sniff, Sniff und dann. Und das sagst du mir am besten danach, ne? Ja, gut, ich bin mir. Habe ich das davor schon mal gesagt, Chat? Nein. Oder hast du mal wieder nicht zugehört? Das hast du zum allerersten Mal gehört. Dass der schnüffelt, habe ich bestimmt schon gesagt. Ja, das stimmt. Ja, habe ich gesagt, ne? Ja, siehst du, Chat? So. Ich glaube nur, gewisse Herren hören mir nie zu. Hat er schon 10-mal gesagt, sagte ich jeden Stream. Ach, komm. Ja, aber er erzählt auch zu viel. Das ist dann. Der kann das Gehirn gar nicht aufnehmen. Ja. Wir können ja mal gucken, ob wir uns gleich hier unten zusammenfinden. Und jetzt sieht er ihn, glaube ich. Oder er sieht ihn nicht, weil Darkness-Effekt. Ich kann es aber sehen, weil ich jetzt hier im Spectator drin. Da kommt der Pfeil. Und. Ach, daneben. Wir können das nochmal in absoluter Zeitloop uns jetzt reinziehen. Geil, oder? Hier oben Spark, wie er beobachtet und guckt und coacht.
Und hier unten Trimax mit dem Water Battle. Und da fliegt der Pfeil. Ach, wieder ein leichter daneben, aber. Trifft er diesmal? Ja, 0,1 ist halt super slow, ne? Bam, da kam der Hit. Und jetzt wurde er sauer. Und jetzt gleich macht der Warden hier den. Und stürzt sich drauf. Können wir ein bisschen schneller wieder machen. Aber trotzdem Zeitlupe, nur 0,4% Geschwindigkeit. Ah, jetzt haut er raus. Jetzt teilt er aus. Bam. Und jetzt kommt er mit einem Boom. So sieht doch mal ein Laser aus. Wow. Aus der Perspektive haben wir es, glaube ich, noch nie gesehen. Und dann war Panik angesagt. Hatten wir gequatscht, das ist jetzt mal Realtime Replay. Spark da oben. Ja, und jetzt kommt er raus. Und Max denkt sich, ey, lass draufhauen, betteln. Oh, nee, doch nicht. Der Fight. Jetzt ist er sauer, weil er ihn gehört hat. Jetzt stürmt er einfach. Aber er hat sich ziemlich lange gehalten mit Totems, muss ich sagen. Hier, wir machen mal halbe Geschwindigkeit, okay? Jetzt ist er gelaufen. Und dann boom, weil er gelaufen ist. Autsch, oh. There he died. Und der Warden guckt nur so über die Überreste. Und Sparky denkt sich, I'm out of here. Zurück in die Heimatlande.